Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Sein Buch Urteil ungerecht, ein Richter deckt auf, warum unsere Justiz versagt, löste deutschlandweit ein hohes Medienecho aus. Nun kommt er mit seinem neuen Buch heraus, endlich richtig entscheiden. Wie ein Richter dazu kommt, Autor zu werden, darüber sprechen wir jetzt, und zwar mit dem Duisburger Richter, ja, und Autor Thorsten Schleif. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Mais. Ja, Herr Schleif, schön, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung sind. Ich habe ein Problem. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Frage ich zuerst stellen soll. Fangen Sie mit der ersten an. Das ist eine einfache Lösung. Aber Sie sind Richter. Wie kommen Sie drauf, Bücher zu schreiben? Das war eine Entscheidung. Das war eine Entscheidung, die tatsächlich zum ersten Buch getroffen werden musste. Ich war über 10 Jahre schon in der Justiz und habe festgestellt, dass da so einiges nicht läuft. Und habe mir auch immer wieder Notizen gemacht. Und es war auch irgendwo der Druck da, dass ich gesagt habe, irgendwann musst du darüber mal ein Buch schreiben. Die Leute müssen mal erfahren, was bei uns alles nicht gut läuft. Eines Tages hatte ich eine Schulklasse zu Besuch. Die besuchen schon mal Sitzungen, um sich das anzusehen. Und da war eine Schülerin dabei, die stellte eine Frage nach der anderen in der Sitzungspause. Beantwortete das auch und irgendwann bemerkte die dann so, läuft bei Ihnen in der Justiz aber so einiges schief. Okay. Da habe ich gelacht und zugestimmt, habe gesagt, haben Sie recht. Und irgendwann möchte ich da auch mal ein Buch zu schreiben. Und dann sagte sie so keck, warum tun Sie es nicht einfach? Ich würde es lesen. Und an dem Abend habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Und 3 Monate später war das Buch fertig. 3 Monate, also das ist ja für ein Buch, ich glaube, das hat über 200 Seiten, ja. Das ist also schon ein ordentliches Tempo. Aber wenn man ein Buch schreibt, heißt das ja noch lange nicht, dass es aufgelegt wird. Sie müssen ja erstmal einen Verlag finden, der sich dem ganzen Thema annimmt und das Buch auch druckt. War das schwer in dem Fall? Als die Entscheidung einmal getroffen war, ich schreibe ein Buch, war auch klar, ich möchte das Buch irgendwie an den Mann bringen. Das war dann auch, meine Frau hat es als erstes gelesen, sehr, sehr kritisch gelesen, okay. Auch kritische Anmerkungen gehabt. Ja, ich glaube, die Familie ist immer so mit am kritischsten. Ja, meine Frau ist auch sehr kritisch, kommt auch aus dem Fachbereich, meine Frau ist auch Richterin, die kann das Ganze also auch beurteilen. Ah, okay. Und die sagte allerdings, es ist ein gutes Buch und ganz ehrlich, bring es an einen Verlag. Und dann habe ich angefangen zu suchen und habe mich erinnert, dass ein Kollege von mir, der Stefan Zandke, mal ein sehr interessantes Buch geschrieben hat. Das heißt, wenn Deutschland so scheiße ist, warum sind Sie dann hier? Und dann dachte ich, jetzt machst du mal Folgendes, rufst den Kollegen an. Und dachte auch erst, wahrscheinlich wird er auflegen oder sagen, ich spreche nicht mit Ihnen oder stört das mich. Im Gegenteil, das ist ein sehr, sehr netter Mann. Mittlerweile sind wir auch beim Du. Amtsgericht Zwickau ist der. Mhm. Und der fragte zuerst, als ich ihn anrief, ich sage, Kollege aus Dienstlagen, ach herrje, habe ich Ihnen was verwiesen? Das ist immer so die erste Frage unter okay. Kollegen, habe ich Ihnen okay. Arbeit gemacht? Ich sage, nein, darum geht es gar nicht, geht um Ihr Buch. Und dachte er, ja. Ich sage, so und so. Und ich habe auch ein Buch geschrieben. Können Sie mir den Verlag empfehlen, wo Sie waren? Und dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und dann sagte er, wissen Sie, was ich jetzt mache? Sie sind mir so sympathisch, ich rufe jetzt bei mir im Verlag an, dass da ein Buch von Ihnen kommt, die sollen sich mal bei Ihnen melden. Dann haben wir das so gemacht, ich habe das Buch da hingeschickt und dann rief der Verlag auch bei mir an und sagte, klingt sehr interessant, schicken Sie uns doch mal das ganze Exemplar, was Sie bisher haben. Und damit hatte ich meinen Verlag gefunden. Wir haben ja einen Nerv getroffen mit dem Buch. Ja, unglaublich viele TV-Sender, unglaublich viele Magazine haben das Thema aufgenommen. Ist das irgendwo für Sie so eine Genugtuung, dass Sie wissen, Sie haben mit dem Medienecho eine große Resonanz erreicht? Es hat mich gefreut, weil das, was in dem Buch drinsteht, war mir natürlich wichtig. Auch wichtig, dass da mal mehr Leute drüber nachdenken. Dass man vielleicht auch viele mal darauf anstößt und sagt, guck mal, das hier läuft alles schief. Und in dem Buch sind ja auch sehr viele Änderungsvorschläge drin, die eben auch von Parteien mal aufgenommen werden können. Und das hat mich sehr gefreut, dass es dieses Echo gegeben hat, ja. Was läuft für Sie schief? Vielleicht können Sie das nur mal so kurz skizzieren für die Zuschauer. Der Hauptpunkt oder die Hauptkritik, die ich in meinem Buch habe, ist tatsächlich, dass wir in Deutschland keine unabhängige Justiz haben, wie sie eigentlich sein müsste. Das heißt, insbesondere über die Beförderungsstellen entscheidet in Deutschland leider nicht die Justiz, also nicht die Gerichte selbst, sondern entscheiden die Regierungen darüber. Das wäre genauso, als obwohl wenn die Richter... Obwohl es ja eine Gewaltenteilung gibt in Deutschland. Obwohl es eine Gewaltenteilung gibt in Deutschland, richtig. Also es ist aber genauso, als würden die Richter entscheiden, wer Landtagspräsident wird. Ja? Klingt für uns absurd, umgekehrt ist es so. Also wer Präsident oder Vizepräsident oder Direktor oder Vizedirektor eines Amtsgerichts, eines Landgerichts, eines Oberlandesgerichtes wird, entscheidet in Deutschland die Regierung. Das entscheiden nicht die Richter. Und das führt dazu, dass vielleicht dann eher pro Regierung in manchen Themen entschieden wird. Das weniger, aber dass die Regierungen eben die Möglichkeit haben, auf die Gerichte Einfluss zu nehmen und nicht auf einzelne Entscheidungen vielleicht Einfluss zu nehmen, sondern
auf die ganze Art der Arbeit der Richter Einfluss zu nehmen. Eben auch darauf, ob ein Richter eine hohe Schlagzahl fahren muss. Das ganze Pepsi-System, das Personalbedarfsberechnungssystem, das eben mittlerweile vorschreibt oder vorgibt, sage ich mal vorsichtig, wie viele Minuten ein Richter zu einem bestimmten Fall überhaupt ansetzen darf. Das sind alles Punkte, die von der Regierung ausgekommen sind. Und ich glaube, wenn die Richter sich selbst ihre entsprechenden Präsidenten und Direktoren gewählt hätten, dass es nicht so weit gekommen wäre. Und Sie bemängeln, dass viele Entscheidungen oder Urteile verschleppt werden, weil einfach zu wenig Personal da ist. So ist es, so ist es. Dadurch, dass ich eben nur bestimmte Zahlen oder bestimmte Minuten für ein bestimmtes Verfahren habe, danach berechnet sich ja der Bedarf der Richter oder der vermeintliche Bedarf der Richter. Tatsächlich ist der Bedarf der Richter deutlich höher als das, was von Pepsi von diesem System vorgegeben wird. Das heißt, ich habe zu wenig Kollegen zur Verfügung in den einzelnen Gerichten. Führt dazu, dass die Kollegen weniger Zeit für die einzelnen Verfahren haben und dass dadurch eben auch die Möglichkeit besteht, tatsächlich, dass ein Verfahren verzögert oder verschleppt wird. Ja. So, und dies haben Sie aufgenommen in einem Buch und jetzt haben Sie Blut geleckt und haben gesagt, ich schreibe nochmal ein Buch. Ja, so ähnlich. Also die Idee für das zweite Buch ist tatsächlich entstanden, als ich mit meinem Projektleiter vom Verlag, dem Maximilian Eberhardt, beim Essen war und meiner Pressesprecherin, der Andrea Mattes. Wir saßen da und die Andrea guckte in die Karte rein und sagte, ach, ich kann mich ja gar nicht entscheiden, hier ist ja alles so lecker. Dann habe ich ihr gesagt, ja, das liegt daran, du bist ein Maximizer, ich bin ein Satisfizer. Dann dachte ich, was? Nee, der Maximizer. Hätte ich jetzt auch gefragt, ja. Was? Also Maximizer ist ein Entscheidungstyp, der versucht immer die möglichst perfekte Entscheidung zu treffen. Also möglichst viele Optionen. Ich hätte jetzt gedacht, Maximierer, Maximizer. Ja, genau, den Erfolg zu maximieren, quasi das Ergebnis zu maximieren, richtig. Der Satisfizer, Satisfaction, Befriedigung, ist der eben, für den es eher wichtiger ist, dass er mit seiner Entscheidung glücklich ist, dass er eine Entscheidung trifft, mit der er zufrieden ist. Ich bin eher der letztere Typ, der Satisfizer. Das heißt, ich gebe bei einer Speisekarte auch so vor, ich gucke mir zwei Gerichte an und entscheide mich dann. Ich gucke gar nicht die anderen, interessiert mich gar nicht, was da sonst drin steht. Zwei Gerichte. Aber dann verpassen Sie ja möglicherweise was. Möglicherweise. Der Satisfizer trifft objektiv gesehen nicht die beste Entscheidung. Ja, das macht der Maximizer. Problem ist, der Maximizer ist, obwohl er die objektiv bessere Entscheidung trifft, nicht damit zufrieden, weil er denkt sich, es hätte ja noch besser sein können. Und bei diesem Essen, als ich das erklärt habe, sagte dann der Max zu mir, woher weiß denn das? Und ich habe ihm gesagt, immer, das ist Entscheidungsfindung, das ist ein Hobby von mir, das begleitet mich, seitdem ich angefangen habe zu studieren, seitdem lese ich Aufsätze dazu, Bücher dazu. Und dann sagte er, kannst du dazu nicht auch mal was schreiben? Dann habe ich angefangen, was dazu zu schreiben, habe ihm das zugeschickt, mal so ein Probekapitel. Dann sagte er, du, das ist super, daraus machen wir ein Buch. Und so stand das zweite Buch. Aber das Interessante ist, Sie haben ja Recht oder Rechtswissenschaften studiert, ja. Und das ist nicht Bestandteil dieser Leider Entscheidungsfindung, nicht. Wo Sie ja jeden Tag als Richter Entscheidungen treffen müssen, sogar harte Entscheidungen treffen müssen. Ja. Sowas haben Sie nicht beigebracht bekommen an der Universität. Ja, leider. Es ist leider richtig, es ist nicht beigebracht worden an der Universität. Auch nicht übrigens im Referendariat und auch nicht in der Richterausbildung, was ich im ersten Buch auch kritisiert habe. Dass also dieses ganze Thema Entscheidungspsychologie an unserer Ausbildung komplett vorbeiläuft. Ich hatte das Glück, dass von meiner damaligen Freundin, die beste Freundin war Psychologiestudentin. Und mit der hatte ich mich unterhalten. Und die sagte, ist doch eigentlich komisch, oder? Ihr Juristen müsst Entscheidungen treffen, lernt aber nie, wie es geht. Wir Psychologen lernen, wie es geht, müssen aber keine treffen. Dachte ich erst, was meinst du denn jetzt damit? Da hatte mich erst auch so ein bisschen angegriffen gefühlt, aber drüber nachgedacht und irgendwann kam ich zum Schluss, sie hat vollkommen recht und dann habe ich sie gefragt, kannst du mir da mal was empfehlen? Buch, Aufsatz. Und dann habe ich meinen ersten Aufsatz zur Entscheidungsfindung gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube es war Gerd Gigerenzer, ich bin mir aber nicht sicher. Und dann stolpert man, wenn man sich damit beschäftigt, über die Namen Daniel Kahnemann, Dan Ariely und so weiter, Walter Michel. Und damit habe ich mich seit 20 Jahren beschäftigt und auch immer wieder versucht, meine eigene Entscheidungsfindung damit zu verbessern. Können Sie sich denn noch daran erinnern, an das erste Urteil, was Sie gesprochen haben und wie lange diese Entscheidungsfindung dahin gedauert hat? Das erste Urteil, das ich gesprochen habe, habe ich tatsächlich in einem Dreierverband gesprochen, in einer Kammer des Landgerichts Düsseldorf. Das heißt also, zu dritt haben wir da entschieden. Ah, und da also gar nicht alleine? Gar nicht alleine, sondern zu dritt. Und da hatte ich das große Glück, einen sehr erfahrenen Vorsitzenden zu haben, mittlerweile längst pensioniert, großartiger Vorsitzender. Und von dem konnte ich mir auch eine Menge abgucken. Und hat er denn so entschieden oder Sie im Dreiergremium, wie Sie das auch alleine entschieden hätten? Wir waren uns meistens einig. Also es kam selten vor, dass wir tatsächlich mal anderer Meinung waren. Da musste man abstimmen. Aber ich sag mal, von 90% der Entscheidungen waren wir uns einig. Mhm. Aber was macht eine gute Entscheidung aus? Eine gute Entscheidung macht vor allen Dingen aus, dass sie vernünftig ist, dass sie vernünftig entschieden wird. Mein Vorsitzender sagte auch immer einen Spruch drauf, der sagte immer, im Zweifelsfall vernünftig entscheiden.
ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Aber manchmal weiß man erst hinterher, was vernünftig ist. Ja, wenn man es auf das Ergebnis guckt. Wenn man auf das Ergebnis guckt. Das Ergebnis kann ja auch im Nachhinein falsch sein. In meinem Buch habe ich so ein Beispiel, eine Geschichte erzählt, die sich mal so entwickelt, immer wenn noch neue Umstände hinzukommen. Das kann ich aber von vornherein nicht wissen. Das ist auch nicht als Entscheider meine Aufgabe. Als Entscheider ist es meine Aufgabe, zum Zeitpunkt der Entscheidung eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Das heißt also, da muss ich alle Umstände berücksichtigen. Ich kann aber nicht von unvorhersehbaren Ereignissen ausgehen und sagen, ja, was ist denn, wenn jetzt das und das noch passiert? Was ist, wenn morgen die Welt untergeht? War die Entscheidung dann immer noch richtig? Das darf mich nicht interessieren. Aber manchmal muss man doch auch Entscheidungen treffen, wohlwissend, dass noch irgendwas passiert in der Zukunft. Ja, natürlich. Natürlich. Es wird immer unvorhersehbare Ereignisse geben. Es gibt ja auch Ereignisse, die ich einplanen kann bei meiner Entscheidung. Frage ist dann eben, wie bewerte ich die? Welchen Wert setze ich diesem Ereignis zu und beeinflusst der meine Entscheidung irgendwie? Jetzt gibt es, ich sag mal, Alltagsentscheidungen. Sie haben selber gesagt, wenn man beim Essen ist, die Speisekarte durchgeht, je länger die ist, umso schwieriger fällt manchmal eine Entscheidung, weil ja doch sehr viel lecker ist. Aber es gibt auch die Menschen, die, ja, wie kann man sagen, also Entscheidungen einfach nach hinten rausschieben, vielleicht sogar über Monate, obwohl das Entscheidungen sind, die mal endlich getroffen werden. Woran liegt das? Ja, dieses sogenannte Prokrastination, also Aufschieberitis oft auf Deutsch, das liegt daran, dass vielen Menschen der Wille fehlt, eine Entscheidung zu treffen. Also eine Entscheidung setzt immer voraus, dass ich die notwendige Willenskraft habe, um die Entscheidung zu treffen. Das ist meistens wichtiger als den Sachverstand, dass ich eine Willenskraft habe und damit eine Entscheidung treffe. Und vielen Leuten fehlt die Willenskraft. Willenskraft muss man sich vorstellen wie einen Muskel, der kann trainiert werden, der kann aber auch erschöpft sein. Und wenn er erschöpft ist, fällt es uns schwer, selbst die einfachsten Entscheidungen zu treffen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass viele Menschen in unserer Kultur Angst davor haben, Fehler zu machen. Fehler wird bei uns immer gleich als etwas Schlechtes angesehen. Fehler sind gut. Wenn die Natur keine Fehler machen würde, würde sie sich nie entwickeln. Jemand, der fehlerfrei ist, entwickelt sich nicht mehr. Und das sind die beiden Hauptpunkte, die Leute davon abhalten, Entscheidungen zu treffen. Entweder es fehlt die Willenskraft oder sie haben Angst davor, Fehler zu machen. Haben Sie selber schon Fehler gemacht? Klar. Jedes Mal. Ich ärgere mich jedes Mal über meine Fehler. Ich könnte mir oft in den Hintern beißen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich habe keine Angst vor Fehlern. Aber Sie müssen ja mit Konsequenzen rechnen bei Fehlern. Ja. Wenn Sie jemanden ins Gefängnis schicken, der jetzt einsitzen muss, wird er das ja nicht so wahnsinnig gerne tun. Was ist dann in so einem Fall? Also, dass ich Angst habe vor den Konsequenzen, wenn ich jemanden eingesperrt habe, die habe ich nicht. Im Gegenteil, ich treffe sehr oft Leute, die ich eingesperrt habe, die aufgrund meines Urteils mal 2 oder 3 Jahre gesessen haben. Ich unterhalte mich auch mit denen, gerade in Dienstlagen begegnen wir die häufig. Ich unterhalte mich mit denen. Dass es mir einer übel genommen hat, habe ich bisher noch nicht erlebt. Im Gegenteil, es sind viele Leute dabei, die sagen, sie hatten ja vollkommen recht. Manchmal übrigens auch so richtige Erfolgserlebnisse. Ich hatte mal jemanden eingesperrt, ein Junkie, seit Jahren drogenabhängig, der hat dann 2,5 Jahre bekommen. Ich weiß noch, der hat geweint, als er ins Gefängnis ging, weil er eben wusste, jetzt kommt die Sucht auf ihn zu, der Suchtdruck auf ihn zu, es wird Schmerzen geben bei der Entziehung und so weiter. Der hat es aber geschafft, hatte dann einen Job, hatte mittlerweile auch seine Frau kennengelernt, war clean. Der hat sich tatsächlich bei mir bedankt. Kommt auch vor. Sie haben auch eben über Willenskraft gesprochen, dass man die trainieren kann. Wie man das macht, das klären wir gleich im zweiten Teil. Wir gehen einmal kurz ab in die Pause, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Spruchreif. Bei mir nach wie vor im Studio zu Gast der Duisburger Richter und Autor Thorsten Schleif. Herr Schleif, Sie haben gerade ein zweites Buch herausgebracht, Endlich richtig entscheiden, ein Ratgeber. Da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Sie haben gerade am Schluss des ersten Teils gesagt, dass es oder eine Entscheidung braucht eine Willenskraft, eine Kraft, die man tatsächlich trainieren kann. Kann ich mir das vorstellen? Also nicht im Fitnessstudio oder wie trainiere ich Willenskraft, eine Entscheidung zu treffen? Ja, sehr viel von dem, was wir heute über die Willenskraft wissen, wissen wir von dem amerikanischen Psychologen Roy Baumeister. Hat ein großartiges Buch geschrieben, Die Macht der Disziplin. Und da beschreibt er auch, was Willenskraft seiner Meinung nach ist. Und er sagt, das ist wie ein Muskel, den ich trainieren kann. Klar, es ist in unserem Hirn und er sagt, es ist auch von vornherein ein Muskel, der beschränkt ist. Das heißt, trainieren kann ich ihn, indem ich zum Beispiel Sportübungen mache.
Also der hat ein Experiment mit Studenten gemacht. Die einen mussten versuchen, also man kann die Willenskraft testen, indem man zum Beispiel versucht, wie lange schafft es jemand, seine Hand in Eiswasser zu halten. Okay. Ja, da muss man gegen diesen Reflex ankämpfen, es ist schmerzhaft, die Hand rauszuziehen. Mhm. Den Test macht man mit einer bestimmten Gruppe von Studenten und weiß dann, okay, die haben jetzt eine Willenskraft, die sie dazu anhalten lässt, mindestens, ich sag mal, 2,5 Minuten die Hand in Eiswasser zu tauchen. Dann hat er versucht, diese Willenskraft zu trainieren. Den einen hat er die Aufgabe gegeben, sich jeden Tag positive Gedanken zu machen. Versucht, damit die Willenskraft zu trainieren. Den anderen hat er die Aufgabe gegeben, zu versuchen, 2 Wochen lang immer möglichst aufrecht zu sitzen. Okay. Jetzt weiß ich aus meinem Studium noch, aufrecht sitzen ist für einen Studenten wirklich eine Herausforderung. Also bei mir war es das jedenfalls. Kenne ich. Gut. Und danach hat er das wieder getestet. Hat also überlegt, teste ich das jetzt nochmal? Hat das sich das jetzt überhaupt verändert in der Zeit? Hätte ja auch sein können, Kontrollgruppe, dass sich das gar nicht verändert. Aber siehe da, hat er tatsächlich herausgefunden, die sich immer wieder bemüht haben, aufrecht sitzen und sich das immer wieder sagen über 2 Wochen, haben da mal tatsächlich ihre Willenskraft trainiert. Die waren in der Lage, die Hand dann, und zwar die ganze Gruppe, erheblich länger in eiskaltes Wasser zu tauchen. Also ihr Selbstbewusstsein damit gesteigert haben. Ja, Willenskraft ist noch was anderes als Selbstbewusstsein. Willenskraft ist wirklich der Wille, jetzt eine bestimmte Handlung vorzunehmen, nichts vorzunehmen oder eben eine Entscheidung zu treffen oder nicht zu treffen. Und das ist eine Möglichkeit, die Willenskraft zu steigern. Die andere geht darauf hinaus, dass ich gesagt habe, diese Ressource ist begrenzt. Das heißt also, ich muss es nicht unbedingt stärken. Ich kann auch dafür sorgen, dass es nicht geschwächt wird. Das geht zum Beispiel über Routinen, indem ich also meine Ressource möglichst aufrechterhalte. Ich treffe am Tag bis zu 20.000 Entscheidungen, jeder von uns. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist eine Menge. Das ist genauso viel wie Atemzüge täglich. Fängt morgens schon an, vom Kleiderschrank oder wenn der Wecker klingelt, schon die Entscheidung, stehe ich auf oder mache ich den Wecker aus und drehe mich nochmal rum. Och, ich mache ihn mal aus. Dann treffen Sie schon eine Entscheidung mehr als ich. Ja, ich stehe sofort auf, brauche keine Entscheidung zu treffen. Wenn Sie ausmachen, klingelt 5 Minuten später, müssen Sie dieselbe Entscheidung nochmal treffen, ausmachen oder aufstehen. Ich habe Kollegen, die treffen die Entscheidung 10-mal morgens. Radiowecker, der läuft. Ich höre immer Radio Duisburg. Dann geht's. Und ich habe Routinen für meinen Tagesablauf, dass ich weiß, ich brauche da diese Entscheidung nicht mehr zu treffen. Die habe ich vorher. Aber was ist, wenn in einer Routine mal was anderes ist? Ja klar, dann muss ich die Entscheidung natürlich treffen, klar, keine Frage. Das ist nur, je mehr ich mit Routinen arbeite, desto mehr habe ich diese Entscheidung, die dann getroffen werden müsste, bereits vorab getroffen, gebe die an mein Unterbewusstsein ab, sodass diese Routine ablaufen kann und dann spare ich für diese konkrete Entscheidung die Willenskraft. Ich muss sie dann nicht entscheiden, ich habe sie ja schon entschieden. Ist eine Willenskraft, weiß ich, morgens anders als vielleicht am Abend? Oder wann ist Willenskraft am Tag, ja, für eine Willenskraft die beste Zeit? Kann man das so sagen? Am meisten Willenskraft habe ich morgens, wenn ich aufstehe. Vorausgesetzt, das ist auch noch ein Punkt, der die Willenskraft beeinflusst, mein Blutzuckerspiegel ist nicht ganz unten. Denn es ist tatsächlich so, dass unser Blutzuckerspiegel auch unsere Willenskraft beeinflusst. Da hat es ein sehr interessantes Experiment gegeben mit israelischen Bewährungsrichtern. Ich bin fest davon überzeugt, in Deutschland wird es ein ähnliches Ergebnis geben. Man hat sich also mehrere tausend Urteile angeguckt. Mhm. Und es ging immer darum, dass jemand ein Gnadengesuch gestellt hat. Und dann hat man herausgefunden, die Wahrscheinlichkeit, dass das Gnadengesuch abgewiesen wird, ist am größten kurz vor Mittagessen oder am späten Nachmittag. Erstmal hat man dem Ganzen gar keine Bedeutung zugegeben, hat nicht gedacht, dass es irgendwie mit dem Essen zusammenhängt. Man hat festgestellt, 70% der Gnadengesuche sind erfolgreich, wenn sie morgens gestellt werden, also darüber verhandelt wird morgens oder darüber verhandelt wird am frühen Nachmittag nach dem Mittagessen. Und dann hat man Folgendes gemacht, man hat Snackpausen eingelegt und zwar jeweils zu dem Zeitpunkt, wo sonst immer die geringste Wahrscheinlichkeit war, dass dem Gnadengesuch stattgegeben hat. Und siehe da, plötzlich hat sich das Ganze angeglichen, auch da hatte man plötzlich eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und man ist zum Ergebnis gekommen, es ist so, wenn unsere Blutzuckerspiegel abgesunken ist, sinkt mit ihm die Willenskraft tatsächlich ab. Und dann bin ich nicht mehr in der Lage, eine starke Entscheidung zu treffen, sondern halte den Status quo. Dasselbe war beim Gnadengesuch. Wenn ich im Gnadengesuch stattgebe, ist das eine starke Entscheidung. Ich muss ja anders entscheiden als der Kollege, der vorher entschieden hat, nämlich abweichen. Der hat gesagt, Knast, ich entscheide jetzt dagegen. Wenn ich eine schwache Entscheidung treffe, den Status quo halte, mache ich dasselbe, was er schon gesagt hat. In Bayern würde man jetzt sagen, passt schon. Passt schon. Ist so etwas umgesetzt worden hier im Justizwesen? Weil das ist ja schon irgendwo, ich sag mal, was Wichtiges, es dass ist eine was Entscheidung Wichtiges. Richtig getroffen wird. Es ist was Wichtiges. Dieses Experiment ist kaum jemandem bekannt, leider. Also auch im
meinem Kollegenkreis leider kaum jemandem bekannt. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir werden in Entscheidungsfindung als Richter nicht richtig ausgebildet. Das müsste dazugehören. Ich habe es in meinen Tagesablauf so eingebaut, dass ich regelmäßig... Ich wollte gerade fragen, essen Sie dann immer mal zwischendurch? Ja, in der Tat. Ich mache das in den Sitzungspausen so, dass ich meistens einen Eiweißshake dabei habe, manchmal auch noch irgendeinen Riegel, wo ich eben weiß, dass mein Blutzuckerspiegel bis zum Mittagessen wieder auf ein schönes Niveau gebracht wird, sodass ich auch bis zum Mittagessen weiterhin gute Entscheidungen treffen kann. Also jetzt weiß ich schon mal, dass ich auch immer mal wieder was essen soll, eine Banane oder einen Apfel oder sowas. Banane, Apfel, irgendwas, was den Blutzuckerspiegel nicht so stark an- und nicht so stark absinken lässt. Das heißt also von den Kohlenhydraten, wenn man Komplexe nimmt, geht das. Ansonsten eben auch zu Eiweiß mal rüber. Gibt es denn trotzdem bei Ihnen Entscheidungen, vielleicht im Privaten, die Sie auf die lange Bank rücken? Selten. Aha, aber es gibt sie. Es gibt sie oder es gab sie. Also die Entscheidung, die in meinem Leben am längsten gedauert hat, war tatsächlich die Entscheidung, heirate ich und gründe ich mit meiner Frau eine Familie. Die habe ich getroffen vor jetzt mehr als 10 Jahren, die Entscheidung. Und die hat bei mir lange gedauert, weil bis dahin war meine Lebensplanung so, dass ich gesagt habe, heiraten kann ich mir vorstellen. Aber Kinder, ich bin nicht der komplett falsche Typ für. Habe ich mir nicht zugetraut, hatte ich einen Heidenrespekt vor, immer großen Respekt vor Leute, die Kinder bekommen und großgezogen haben. Und das war eine Entscheidung, da habe ich 2 Wochen für gebraucht. Nach den 2 Wochen stand die Entscheidung allerdings fest, dann habe ich geheiratet. Aber Sie haben dann doch klassisch den Heiratsantrag gemacht, oder? Ja, habe ich. Allerdings musste ich den damals, weil meine Frau sauer auf mich war, dass ich so lange gebraucht habe, tatsächlich telefonisch machen. Telefonisch? Telefonisch. Ich habe meiner Frau dann damals gesagt, stell dir mal vor. Also ich habe gesagt, wir müssen uns treffen. Sie hatte mir damals den Laufpass gegeben, aus diesem Grund. Aus diesem Grund, weil ich eben gesagt habe, heiraten ist nicht. Und nach den 2 Wochen war ich dann der Überzeugung, doch, heiraten ist doch eine gute Idee. Und dann habe ich sie angerufen, wollte mich mit ihr treffen, hat sie gesagt, hör mal, was du mir sagen kannst, kannst du mir am Telefon sagen? Ich sage, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer, dann meinst du ja, versuch es. Ich sage, dann stell dir jetzt mal vor, ich knie jetzt gerade nieder, halte deine Hand und bitte dich, meine Frau zu werden. Und dann kam als Antwort, sowas macht man nicht am Telefon. Ich stimme ihr zu, aber hatte ich dann auch wenig Chance, das irgendwie anders zu machen. Sie hat aber auch ja gesagt. Also gut, das war von beiden dann eine gute Entscheidung, die da getroffen wurde, auf jeden Fall. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Dann gehen wir mal vom Privaten zum Richterlichen. Ja. Gibt es denn da irgendwo eine Entscheidung, die Sie auf die lange Bank gerückt haben? Nein. Das lange Bankrücken ist, glaube ich, auch so ein Begriff, das... Kommt aus der Justizsprache tatsächlich, weil man früher im Mittelalter die Justizakten auf einer Truhe aufbewahrt hat, die aussah wie eine Bank, wie eine Sitzbank. Und wenn die Truhe voll war, hat man eben die Akten vorne hingelegt. Und je mehr Akten dazu kamen, weil man sie eben nicht entscheiden konnte, hat man die Akte dann weiter nach hinten durchgeschoben. Daher kommt der Begriff auf die lange Bank schieben. Ist tatsächlich so. Nein, gibt es bei mir nicht. Ich treffe Entscheidungen immer so bald wie möglich. Was heißt so bald wie möglich? Sie müssen ja schon abwägen, kommt derjenige zurecht ins Gefängnis, kommt er nicht. Was wägen Sie ab? Was sind es nur rein die Fakten? Worauf basieren Ihre Entscheidungen? Ja, eine Entscheidung, jemanden ins Gefängnis zu schicken, erstmal muss das Gesetz natürlich hergeben. Es gibt Delikte, wo es Geldstrafen für gibt, aber jetzt keine Freiheitsstrafen oder Freiheitsstrafen nur im Ausnahmefall. Es muss natürlich, das Gesetz muss es hergeben, dann muss es die Sachlage hergeben. Das heißt, er muss sich nach dem Gesetz natürlich dann auch strafbar gemacht haben. Und dann muss er auch in einen Bereich kommen, wo man überhaupt darüber entscheiden muss, ist das eine Freiheitsstrafe, die man überhaupt noch zur Bewährung aussetzen kann. Das geht in Deutschland nur bis zu 2 Jahren. Alles, was drüber ist, kann man nicht mehr zur Bewährung aussetzen. Und unter 2 Jahren muss man eben die Entscheidung treffen. Kriegt er jetzt noch Bewährung oder nicht? Und da kommen verschiedene Faktoren rein. Bin ich davon überzeugt, dass wenn ich das zur Bewährung aussetze, er tatsächlich sich in Zukunft auch bewährt, das heißt straffrei verhält zum Beispiel. Habe ich da genug Anhaltspunkte für? Das sind dann die Punkte, die ich entscheiden muss. Und es ist eben auch schon mal angeklungen, das haben Sie auch schon gesagt, man muss sich auch bewusst sein, dass eine Entscheidung falsch sein kann. Sie schildern da auch einen Fall, dass Sie jemanden in Untersuchungshaft geschickt haben, der nachweislich hinterher unschuldig war. Richtig. Was ist denn in so einem Fall? Entschuldigt man sich? Was passiert da? Ich hätte mich in diesem Fall auch entschuldigt. Ich habe es auch dem Verteidiger gesagt. Und der Verteidiger sagte mir dann später, hätte also mit seinem Mandanten gesprochen. Und der Mandant sagte sogar, er hätte in meiner Situation genauso entschieden. Er würde mir das also auch nicht übel nehmen. Und erwartet da auch gar keine, also möchte auch gar keine Entschuldigung davor. Ansonsten hätte ich auch kein Problem, mich für eine falsche Entscheidung zu entschuldigen. Warum denn? Und Sie haben noch ein anderes Beispiel vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Es geht da um Mogadischu, Befreiung der Lufthansa-Maschine, die mit Geiseln besetzt war, und eben über den Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Vielleicht können Sie mal sagen, was hat Herr Schmidt als Bundeskanzler seinerzeit zu entscheiden gehabt und wie hat er entschieden? Schmidt hatte zu entscheiden, ob er die Lufthansa-Maschine Landshut stürmen lässt von der Grenzschutzgruppe 9, von der GSG 9, hat im Endeffekt so entschieden, hat sie stürmen lassen, war sich dessen bewusst, dass wenn das Ganze, erstens war er sich bewusst, das Ganze kann auch schief gehen und dann hätte man auf einmal einige Dutzend Tote da gehabt. Ja, dessen von den Geiseln her? Geiseln und die Geiselnehmer und auch die eingreifende Truppe natürlich, die Grenzschutzbeamten. Außer Frage auch. Mhm. Das hat er zu entscheiden und er war sich auch bewusst, wenn das Ganze glückt, ist die Wahrscheinlichkeit jedenfalls durchaus groß, dass man Rache nimmt an Hans-Martin Schleyer. Der wäre zu dem Zeitpunkt noch entführt und nicht gefunden worden. Und Schmidt hat die Entscheidung trotzdem getroffen. Was ich so beeindruckend fand, ist, dass er auch später noch, als ihm der Hans-Martin-Schleyer-Preis vom Sohn verliehen wurde, in der Rede gesagt hat, ich bin mir auch heute noch durchaus bewusst, dass ich die Verantwortung dafür trage, jedenfalls mittrage, dass es diese Ermordung gegeben hat. Denn theoretisch hätte ich auf das Angebot der Geiselnehmer eingehen können. Ich habe es nicht gemacht und deswegen trage ich die Verantwortung dafür. Also ist das etwas, was man sich auch immer bewusst sein muss, die Tragweite einer Entscheidung, die man in dem Moment getroffen hat. Ja. Diese Entscheidung, ich hätte diese Entscheidung, den Herrn, den ich damals ins Gefängnis gesetzt habe, der saß dann übers Wochenende, der wurde am Montag wieder entlassen, der saß zu Unrecht im Gefängnis. Rückblickend betrachtet hätte ich diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt genau wieder so getroffen. Sie war trotzdem falsch und für den Fehler trage ich die Verantwortung und niemand anders. So, und was in deinem Gehirn passiert, um Entscheidungen zu treffen, darüber sprechen wir im dritten Teil. Wir geben noch einmal kurz ab in die Pause, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir im Studio zu Gast der Duisburger Richter und Autor Thorsten Schleif. Herr Schleif, wir sprechen über Ihr Buch Endlich richtig entscheiden, ein Ratgeber. Wir haben gerade auch etwas gelernt, dass man also auch den Mut haben muss und soll, falsche Entscheidungen zu treffen und auch damit mit den Konsequenzen leben muss. Aber vielleicht können Sie auch so ein bisschen erklären, was passiert denn in einem Gehirn? Weil es gibt ja doch genügend Leute, die Entscheidungen rausschieben und die einfach nicht umsetzen. Woher kommt das vom Gehirn her? Grundsätzlich haben wir in unserem Gehirn alle Voraussetzungen, um jede Entscheidung zu treffen. Also sei es die Entscheidung, einen Straftäter einzusperren oder eben die Entscheidung, wie ein Bundeskanzler, eine Lufthansa-Maschine stürmen zu lassen, die von Geiseln besetzt ist. Wir haben zwei Systeme, die dafür verantwortlich sind, dass wir Entscheidungen treffen können. Ein, ich sag mal, kaltes System und ein heißes System. Das heiße System ist das ältere System. Mhm. Ja, das heißt, also, das hatten schon unsere Vorfahren, lange bevor sich im Neokortex, also hier vorne, das Bewusstsein gebildet hat. Okay. Das ist das heiße System. Im Neokortex ist das kalte System, also das Verstandessystem, das vernünftige, sage ich mal, vernünftige System. Das Problem ist, dass sehr häufig Entscheidungen vom heißen System vorgegeben werden und das kühle System, also unser Verstand, unsere Vernunft, sich darauf beschränkt, das nur noch auszuführen. Also quasi abzunicken und zu sagen, okay, wie setze ich das jetzt um? Und nicht mehr die Entscheidung oder den Entscheidungsvorschlag zu prüfen. Und dadurch kommen die meisten Entscheidungsfehler auch zustande. Jetzt den Fall, ich glaube, Sie haben das als Beispiel gehabt. Sie sind im Wald, gehen spazieren. Und kommt erst so ein kleines, süßes Wildschweinchen, was ja wirklich niedlich ist. Aber irgendwann kam dann auch die Mutter, die große Sau, die ja auch angriffslustig sind. Und wie reagieren Sie in so einem Moment? Weil eigentlich, ne, glaube ich, alle Flucht erstmal, oder? Ist auch nicht ganz falsch. Also für solche Systeme ist tatsächlich unser heißes System, für solche Situationen ist unser heißes System tatsächlich auch geschaffen worden. Also für diese Überlebenssituation. Das hatten schon unsere Vorfahren vor über 100.000 Jahren, sage ich mal. Und in so einer Situation kennt unser heißes System auch eigentlich nur zwei Entscheidungen, das heißt Angriff oder Flucht. Also den Obelix machen und draufhauen oder weglaufen. Nicht jeder hat einen Zaubertrank gerade getrunken. Eben. Und diese Situation ist mir passiert vor schon einige, über 10 Jahre her, im Bonner Kottenforst. Und mein heißes System hat sich glücklicherweise auch für die Flucht entschieden. Also das war so der Entscheidungsvorschlag, war relativ schnell, ich muss da weg. Und mein kühles System hätte dann die Möglichkeit gehabt, das zu überprüfen oder eben umzusetzen. Und umsetzen heißt ja jetzt, ja, wie reagiere ich denn? Ich kann ja einfach panisch schreiend weglaufen. Und dann rennt die Sau hinterher. Ist vielleicht gerade erst richtig gereizt. Oder
Ich gehe langsam rückwärts, behalte das Tier im Auge und drehe mich dann eben, nachdem ich einen gewissen Abstand habe, um und gehe zügig weg. So habe ich mich damals entschieden und glücklicherweise auch richtig entschieden. Also das heißt, es gibt da doch im Gehirn zwei Gehirnhälften, so will ich jetzt mal sagen, wo die eine vielleicht etwas spontaner ist, gerade in Notsituationen, und das andere eher der vernünftige Part. Ja, zwei unterschiedliche, also es sind nicht genau Hälften, es ist nicht genau räumlich zu trennen, es sind Systeme, die miteinander arbeiten, im Idealfall mit genau dem gleichen, mit dem genau richtigen Anteil miteinander arbeiten. In dieser Situation hat das geklappt. Das kann natürlich aber auch falsch laufen. Das, ganz häufig hört man ja, man soll sich immer auf seinen Bauch verlassen. Das ist so eine Frage. Das kommt darauf an, ob man sich immer auf den Bauch verlassen will. Wenn ich mich auf meinen Bauch verlasse, verlasse ich mich auf das heiße System, auf mein Unterbewusstsein, das den Entscheidungsvorschlag vorgibt. Es fühlt sich richtig an, es ist so eine Gefühlssache. Das heißt aber, ich nutze ein zweites System nicht, nämlich die Vernunft, um das Ganze zu überprüfen. Und ob ich mich deswegen immer auf mein Bauchgefühl verlassen sollte, ist eine Frage. Meiner Meinung nach nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Aber wenn ich im Affekt handle, ist ganz klar, das ist das heiße System. Meistens, ist richtig, ist richtig. Also gerade Handlungen im Affekt, die werden vom heißen System ausgeführt. Mhm. Und Sie treffen Ihre Entscheidungen als Richter dann mit dem kalten System? Ich bemühe mich jedenfalls, die mit dem kalten System zu treffen. Das heiße System ist an jeder Entscheidung immer mitbeteiligt. Die Frage ist immer nur, wie viel, und nehme ich das bewusst wahr? In dem Buch versuche ich ja auch zu sagen, es ist wichtig, bewusst zu entscheiden. Eben nicht das Unterbewusstsein, jeden Entscheidungsvorschlag geben zu lassen und den nur noch abzunicken und auszuführen, sondern bewusst zu entscheiden. Und ich habe das große Glück als Richter, dass ich jede Entscheidung in Ruhe treffen kann. Und gerade das ist es, wo ich auch sage, da muss die Bauchentscheidung auch mal zurückstehen. Eine Bauchentscheidung muss ich dann treffen. Da gibt es genug Leute, die treffen müssen. Das sind Feuerwehrleute, das sind Polizeibeamte, das sind Sanitäter, die jetzt eine Entscheidung treffen müssen. Wenn sie zu spät entscheiden, ist allein, weil sie zu spät entscheiden, ein Mensch tot im schlimmsten Fall. Ich habe mit meinen Entscheidungen immer das große Glück, ich muss nicht sofort entscheiden. Ich kann mich immer zurücklehnen, ich kann immer noch mal die Verhandlung unterbrechen und so sagen, da denke ich jetzt in Ruhe noch mal drüber nach. Aber Sie sagen schon, dass von außen Einflüsse auf Sie wirken können, natürlich, die Ihre Entscheidungen beeinflussen. Natürlich. Aber ist ja eigentlich auch nicht gut. Gut ist das nicht, gut ist das nicht. Aber Richter sind auch nur Menschen und wir werden alle beeinflusst von äußeren Umständen. Also im Buch beschreibe ich diesen sogenannten Priming-Effekt. Priming heißt also, dass ich eine Situation, die mich an einem Tag vorher berührt hat, ich war in irgendeiner Situation, dass sie mein nachträgliches Verhalten, mein Wahrnehmen und auch mein Entscheiden beeinflusst. Das hatten wir während Corona sehr, sehr, sehr treffend. Während Corona hatten wir diese Bilder gesehen, die unser heißes System beeinflusst haben. Das heißt also, wir haben die Särge gesehen, wir haben die Intensivstationen gesehen, wir haben die Beatmungsgeräte gesehen, das hat uns Angst gemacht. Angst ist etwas, was in diesem heißen System entsteht und auch was dieses heiße System massiv beeinflusst. Das heißt, da kamen dann die Entscheidungsvorschläge her, zum Beispiel schnell Mehl und Toilettenpapier zu kaufen. Wenn ich da vernünftig drüber nachdenke, war das keine vernünftige Entscheidung. Da haben sich ja auch alle drüber gewundert, warum die Deutschen das machen. Haben sich alle drüber gewundert und trotzdem haben es was alle gemacht. Das war so das, es war ein Entscheidungsvorschlag des heißen Systems, der nicht nochmal überdacht worden ist. Alle sind plötzlich losgerannt, hatten Angst, es gibt keine Nudeln mehr, kein Mehl mehr, kein Toilettenpapier mehr. Die Italiener haben wenigstens Wein gekauft. Ja, die haben wenigstens Wein gekauft. Die Franzosen auch. Kondome und Wein wohl am meisten, da sieht man, wie jeder seinen Lebensabend verbringen will. Wir Deutschen offensichtlich mit Mehl und Toilettenpapier. Das ist, das sind aber alles Entscheidungen, die eben nicht vernünftig sind. Es sind Entscheidungen von unserem heißen System. Und da leidet natürlich auch ein Richter drunter. Klar, jeder Mensch. Wir haben auch dieses Beispiel gebracht, dass wenn Sie einen Film schauen, einen Gruselfilm, dass man dann eben doch vielleicht nochmal im Haus hinterher zu Hause guckt, ob auch alle Türen zu sind. Das ist der Fall Priming-Effekt, den fast jeder kennt, der schon mal einen Horrorfilm gesehen hat. Oder auch, ich weiß, dass ich, als ich jetzt erstmal den Weißen Hai gesehen habe, danach selbst im Badesee mich zweimal umgeguckt habe, ob ich da jetzt reingehe. Ich weiß, dass das kompletter Quatsch ist. In unseren Badeseen und Baggerseen lauern in der Regel keine 7-Meter-Haie, nicht mal Krokodile. Aber das ist eben das Bewusstsein, der Vernunft, der Verstand sagt uns, natürlich ist das nicht so. Aber das Unterbewusstsein sagt eben, du bist da im Wasser, denk dran, im Wasser können Haie lauern. Kompletter Blödsinn. Aber eben so reagiert unser Verstand. Sie haben jetzt das zweite Buch geschrieben. Es ist, ich glaube, so etwas mehr als 2-3 Wochen auf dem Markt. Mhm. Haben Sie schon erste Reaktionen? Vom Verlag her sehr zufrieden, ist gut gestartet.
Und die ersten Zahlen habe ich noch nicht. Ich weiß nur, dass der Einverkauf der Buchhandlungen sehr, sehr gut war, dass es auch schon viel verkauft wird. Medien haben schon gut drauf reagiert. Ja, ein schöner Start. Stellt man solche Bücher auch auf einer der Buchmessen vor? Gibt ja in Leipzig eine Buchmesse oder gerade auch in Frankfurt. Ist das auch etwas, wo Sie Ihre Bücher vorstellen? Habe ich in beiden Fällen nicht gemacht, war so mit dem Verlag abgesprochen, wäre eine Möglichkeit gewesen. Mein Verlag sagte mir, brauchen wir in dem Fall nicht. Ist ein Buch, was sich gut über den Ladentisch verkauft. Deswegen haben wir es nicht gemacht, aber kann man natürlich auch. Sie haben aber irgendwo Blut geleckt, also das habe ich eben schon gesagt. Nach Ihrem ersten Buch haben Sie jetzt eben ein zweites geschrieben, aber das soll auch noch nicht die Endstation sein. Sie haben weitere Pläne für Bücher. Ja, ich habe momentan 3 Projekte parallel laufen. Ich arbeite an einem Hörbuch, das ist aber noch nicht so ganz spruchreif. Aber wir sind bei spruchreif, schade. Also das Hörbuch geht auch in die Frage, wie kann ich erfolgreiche Entscheidungen treffen? Ja, also auch wirklich mehr ein Hörbuch, das auch aus so eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht aus ist und den Leuten eben sagt, wie kann ich generell einen Plan in die Tat umsetzen. Das ist auch so in die Ratgeber-Ecke rein. Die Idee ist entstanden von einem Hörbuchverlag, als er eben mein zweites Buch jetzt gelesen hat. Dann ein Projekt, das schon ein bisschen länger bei mir schlummert. Das ist eine Fortsetzung von Urteil Ungerecht, von also dem ersten Buch. Mein Arbeitstitel ist Die 12 Geschworenen. Und da möchte ich 12 Menschen, die eben auch mit der Justiz in Verbindung stehen, Verteidiger, auch mal ein Angeklagter, Polizeibeamten, Staatsanwälte fragen, wie denn ihre Sicht auf die Gerichte ist, auf die Rechtsprechung. Also wirklich nochmal der Blick über den Tellerrand nochmal weiter. Im ersten ist es ja sehr aus der Richtersicht bezogen, im zweiten möchte ich noch mehr eben die Leute, die unmittelbar mit der Justiz zu tun haben, mit ins Boot holen. Und dann noch ein Projekt, das vielleicht für mich im Moment am spannendsten, am aufregendsten ist. Ich versuche mich mal in einem Roman. Wollen Sie nicht mal einen Roman schreiben? Also das ist witzig. Ja, das ist, mich hat auch mein langjähriger Freund und Trauzeuge mal gefragt, willst du nicht mal einen Roman schreiben? Ich habe ihm erst gesagt, hör mal, ich bin überhaupt kein fantasievoller Schreiber, ich kann Sachbücher, andere kann ich nicht. Und dann sagte er, dann schreib doch irgendwie mal einen Roman, der mit Gericht zu tun hat. Versuch's doch einfach mal. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Es ist ein neues Projekt, es ist eine neue Herausforderung, die mich sehr reizt. Und dann habe ich mal jetzt angefangen zu schreiben, versuche gerade so die ersten 1-2 Kapitel zu schreiben. Es geht ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob der Verlag es mag und ob er es rausbringen will. Und das sind so die 3 Projekte, die ich momentan habe. Also ich sehe, da ist noch ganz, ganz viel bei Ihnen in der Pipeline. Jetzt, wir sind schon am Schluss der Sendung. Trotzdem noch die letzte Frage. War es eine gute Entscheidung, hierher zu kommen? Es war eine hervorragende Entscheidung, hierher zu kommen. Das ist sehr gut. Dann lassen Sie uns über die weiteren Bücher demnächst sprechen. Machen wir. Herr Schley, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung waren. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Servus. Bye, bye.